Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieses Gesetz ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber offensichtlich ein großer Schritt für diese Koalition. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz wenig ambitioniert ist. Es ist im Wesentlichen eine Selbstbindung der öffentlichen Verwaltung. Und eigentlich hätte man erwarten können, dass auch ohne eine gesetzliche Selbstbindung der Verwaltung von Seiten einer Landesregierung in Sachen Klimaschutz mehr Aktivitäten unternommen werden, als es diese gegenwärtige Koalition getan hat. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn man sich die Studie Klimaneutrales Berlin ansieht, dann hat man dort als Zielvorgabe, dass wir perspektivisch bis zu 24% der Dachflächen Berlins für Photovoltaik oder Solarthermie nutzen sollen. 24% der Dachflächen. Jetzt gucken wir uns mal die Realität in den letzten 5 Jahren an. Seit 2010 hatten wir 300 Dachsanierungen in den Bezirken bei öffentlichen Gebäuden. Das heißt, das hätte die Möglichkeit geboten, bei Dachsanierungen das zu verbinden mit der Installierung von Photovoltaikanlagen. Was wurde installiert? Von 2010 bis heute wurden bei Dachsanierungen lediglich 11 Solaranlagen bei 300 Dachsanierungen installiert. Ich sage, das ist ein Armutszeugnis. Und wenn man sich die Installation von Solaranlagen anguckt im Vergleich in der Periode 2006 bis 2011, das war nach meiner Erinnerung eine andere Regierung, hatten wir immerhin 47 Solaranlagen, die installiert worden sind. Und von 2011 bis 2015 sind insgesamt 6 Solaranlagen installiert worden. Meine Damen und Herren, es ist in dieser Legislaturperiode mit dem Klimaschutz und dem Ausbau erneuerbarer Energien nicht vorangegangen, sondern es ist ein deutlicher Rückschritt zu verzeichnen. Und ich sage, das muss sich dringend ändern. Und auch wenn man sich ansieht, der Kollege Buchholz war es, glaube ich, der noch mal die Klimaschutzvereinbarung gelobt hat. Ich stelle mal die Frage, wie viele Klimaschutzvereinbarungen sind denn in dieser Legislaturperiode neu abgeschlossen worden? Ich beantworte es, keine einzige. Alle Klimaschutzvereinbarungen im Lande Berlin sind in der letzten Legislaturperiode abgeschlossen worden, in dieser keine einzige. Das verweist auf die klimapolitische und energiepolitische Untätigkeit in dieser Legislaturperiode. Meine Damen und Herren, wir erwarten, dass das mit dem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm ein Programm vorgelegt wird und auch in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet wird, das nicht nur auf dem Papier steht, wie so viele andere guten Vorsätze dieses Senats, sondern dass es wirklich konkrete Handlungsanweisung ist und dann auch umgesetzt wird. Die Enquetekommission hat hier durchaus auch Instrumente vorgeschlagen, wie das nachhaltig umgesetzt werden kann. Und dafür werden wir in der nächsten Legislaturperiode arbeiten. Meine Damen und Herren, wir haben gemeinsam mit den Grünen 3 Änderungsanträge gestellt. Das Thema Kohleausstieg ist schon genannt worden. Ich sage hier noch mal, wir haben es in der Enquetekommission beschlossen. Und wenn man sagt, man darf das nicht im Gesetz normieren. Natürlich kann man das im Gesetz normieren, weil dieses Gesetz ist an vielen Stellen voll von Sollbestimmungen und man könnte und man müsste mal. Und wenn es darum geht, dass man als Signal gibt, wir wollen bis 2030 aus der Kohle aussteigen, dann ist das ein klarer Handlungsauftrag an den Senat. Und wir wissen, dass durch politisches Handeln zum Beispiel der Bau eines Kohlekraftwerks in Klingeberg verhindert worden ist. Und wir wollen, dass der Senat diesen Auftrag bekommt, sich dafür einzusetzen, dass in Berlin aus der Kohle ausgestiegen wird bis 2030. Sie machen einen Rückschritt, indem Sie das Verbot der elektrischen Heizung ausheben. Die sind völlig ineffizient. Die haben einen Primärenergienutzungsgrad von 40%. Und Nachtspeicherheizungen führen dazu, beziehungsweise Direktheizungen führen dazu, dass die Höchstlast im Winter noch mal gesteigert wird und dadurch zusätzliche Speicherkapazitäten notwendig sind. Das ist energiepolitisch und klimapolitisch eine unsinnige Regelung. Deshalb wollen wir diese Regelung wieder in das Gesetz aufnehmen.
Und bei dem Thema Neutralität Brutto-Warmmiete, also gucken Sie sich doch mal an, was Sie da beantragt haben. Das ist noch nicht mal spezifiziert für Wohngebäude. Was ist denn, wenn in öffentlichen Gebäuden die Brutto-Warmmiete steigt? Wollen Sie das dann ausnehmen? Also ich sage, das macht alles keinen Sinn. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Grünen einen präzisen Änderungsantrag gestellt, weil das Ziel teilen wir. Und zu sagen, die Verpflichtung, hier Förderprogramme aufzulegen, mit denen die Brutto-Warmmietneutralität erreicht werden kann, muss in dieses Gesetz, meine Damen und Herren. Da wir aber auch jeden kleinsten Schritt, und sei er auch noch so klein, wenn er in die richtige Richtung geht, unterstützen, werden wir diesem Gesetz unsere Zustimmung geben. Und es würde uns freuen, wenn die Koalition zu später Einsicht gelangt und unsere guten Änderungsanträge auch annimmt.